Ja? Hallo, Fräulein Auskunft. Hören Sie bitte, ich hätte gern mal wieder ein Selbstgespräch. Ja, zum Mondscheintarif bitte. Geben Sie mir bitte mal das Staatsministerium in Stuttgart. Ja, richtig, dieses Landesmuseum für Ministerialdinosaurier. Ja, hallo? Ist dort das Staatsministerium? Ja? Sagen Sie bitte, sind Sie Beamter oder kann man mit Ihnen normal schwätzen? Also ich hätte gern, ja, ich hätte halt gerne mal einen halbwegs sauberen Politiker gesprochen. Ja, das ist schwierig, gell? Ja, ja. Wenn Sie sauber sind, haben Sie meistens Gedächtnislücken. Ja, ja, jetzt geben Sie halt mal den Überst von dem Stuttgarter Gruselkabinett. Ja. Ja, hallo? Mit wem spreche ich bitte? Mit wem? Mit dem Teufel. Also mit dem Erwin Teufel. Ja, grüß Gottle, Herr Ministerpräsident. Hier spricht der Karl Dipfele, Staatsangehörigkeit Konstanz-Altstadt. Jetzt sagen Sie mal, Herr Teufel, sind Sie immer noch der Urlaubsvertreter vom Lothar Späth? Jetzt höre aber auf, Sie sind sogar sein Nachfolger. Ja, dann sind Sie sozusagen eine Art Spätschaden. Ja, und wie geht's Ihnen so, Herr Teufel? Haben Sie die Volksbelästigungswahlen gut hinreich? Ja, freilich, Herr Teufel. Die Allensmacher Kaffeesatztante hat es ja zufällig richtig vorausgesagt. Ja, ja. Die Häberles und Scheifele, die wählen halt ihr Teufel. Ja, ja. Ja. Ja, eben. Sie kommen aus dem rechten Haus und sehen gut katholisch aus. Ja, ja, natürlich. Unser Ländli ist doch eine CDU-Hochburg auf Dauer. Da wählt man heute noch Adenauer. Ja, natürlich. Ja, und der liebe Gott schuf auch den Spöri. Dann hat er gesagt, jetzt langt's, jetzt höre ich. Ja, was treibt jetzt eigentlich so ein Spöri, wenn er aus eurer Anstalt ansgeheilt entlassen wird? Eben, gell, wenn einer mal Politiker war, hat das nachher schwer im anständigen Beruf. Ja, natürlich. Ja, und die Grüne sieht für die Zukunft sogar schwarz. Ja, das ist ja klar, die Grünen sind, das ist nicht mehr neu, mit 5 Mark fürs Benzin dabei. Ja, ja. Aber die Staatsfinanzen, ja, haben wir fest im Griff. Ja, euren Finanzminister. Nein, der Finanzminister wird schon richten. Ja, ja, freilich. Der Meier Vorkriegsfelder, ja, ja. Der versteht was vom Fußball. Ja, aber der hat ja schon seit Jahren den Ehrentitel der Tor des Monats. Na ja, natürlich. Ja, manche sagen ja, dieser Meier Vorfelder sei ein finanzpolitischer Strafstoß und eine personalpolitische Abseitsfalle. Also der Meier Vorfelder hat ja auch die Stechuhren für Beamte eingeführt. Ja, ja, wollen wir schon lassen. Ja, 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 die sind sehr praktisch. Nein, nicht die Beamte, die Stechuhren natürlich. Leicht unterm Stuhle anzusiedeln und 11,5 Stunden Stich ins Fiedeln. Ja. Also ich würde mal so sagen, wenn der Meier Vorfelder jemals aus der Politik ausscheidet, ja, was Gott fördern möchte, ja, kann er immer noch als Steuerberater zu der Firma Peter Graf. Ja, 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 jetzt sind ja wohl die Grafs wahrscheinlich für alle Zeiten mittellos. Ja, ja, das nennt man, weil es Gott erbarm, in Profikreisen Tennisarm. Ja, ja. Aber gell, die FDP ist tatsächlich auch wieder dabei, in eurem Kegelclub. Ja, ja, die kriegt jetzt mit ihrem Clan wohl bald den Rindergrößenwahn. Ja, ja, der Walter Döring sagt es doch, solange die Sau zuckt, lebt sie noch. Aber der hat keine Ahnung, wie es beim Vieh ist. Eine Sau zuckt auch nur, wenn sie ist. Ja, ja. Ja, und jetzt, Herr Teufel, streitet er um die Ministersessel. Aber was? Hätte er doch was gesagt? Ich habe auf dem Speicher auch noch ein paar so alte Sessel. Ah ja, für einen Minister hätte es schon noch tun. Ja, ja, ja. Jetzt einmal eine andere Frage. Können Sie mich vielleicht gerade weiterverbinden mit Ihrem Mutterhaus in Bonn? B-
Bitte? Die Telefonnummer von Bonn. Ja, die habe ich natürlich nicht im Kopf. Nein, können Sie mir sie gerade durchgeben? Sind so nett, bitte. Ja, ich kritzel es gerade da drauf. Ja. Also, Bonn, Bertha, Otto, zweimal N wie Nix und Nebel. Ja. Und die Nummer, bitte? Aha, jawohl, habe ich notiert. Jetzt muss ich aber mal dumm fragen, muss man da die ganze Nulle mitwählen? Ach so, die sind immer automatisch mit drin. Aber wie kommt man denn jetzt an den amtierenden Bundeskanzler? Schauen Sie doch bitte mal nach im Bonner Telefonbuch. Sind so nett, ja? Rote Zahlen, ja? Vielleicht unter K und K, Firma Kohl und Kinkel, Antiquitäten. Ja, An- und Verkauf. Ja? Bitte? Nichts drin. Ja, dann finden Sie vielleicht was unter Pastor Helmut Kohl, Laienprediger. Ha? Auch nichts. Ja, dann steht der Kohl wahrscheinlich schon in der Bibel. Ja, ja, ja. Was meinen Sie, Herr Teufel? Den Kohl kriegt man nur über die Störungsstille vom Theo Weigel. Aha. Ja, dann schauen Sie vielleicht mal unter Frisiersalon Theo Weigel. Ja, Haushaltskosmetik nach Hausmacherart. So ist nur noch eine auslaufende Nummer. Aha. Ja gut, hätte ich sagen, probieren wir es doch mal als Auslandsgespräch über Bayern. Ja. Ach so, haben Sie auch wieder recht. Haben Sie auch wieder recht, wenn man nach Bayern telefonieren will, muss ja der Gesprächspartner vorher sein Kruzifix abhängen. Ja, dann probieren wir es doch mal direkt über das Bundeshaus. Hä? Ja, das finden Sie unter Diätenkurheim mit Selbstbedienung. Was meinen Sie, Herr Teufel? Der Herr Bundeskanzler wäre jetzt gerade zufällig in der Leitung. Ja, dann geben Sie mal gleich, bevor er rausfliegt. Ja. Also, vergelt's gut, Herr Ministerpräsident. Ja, hallo? Mit wem spreche ich bitte? Wie? Helmut Kohl. Ja, guten Abend, Herr Altbundeskanzler. Ja, wie alt sind wir jetzt mal? Also, dann stimmt's doch wieder. Na, ja. Hier spricht der Karl Dipfele von Konstanz Altstadt. Ah nein, Herr Kohl, Konstanz gehört nicht zu der Schweiz. Wo sind denn wir im Volksschulgang? Aber jetzt sagen Sie mal, Herr Kohl, sind Sie immer noch dabei in der Regierung? Ah ja, ich würde mal so sagen, Helmut Kohl gehört einfach dazu. Eben, gell, ja. Sie sind sozusagen das chemische Restrisiko der CDU. Ja. Aber stand eigentlich nur alle hinter Ihnen? Ach so, Sie lassen halt keiner vor. Ach so. Ja. Ja und? Machen wir bald wieder mal einen Betriebsausflug nach China? Aber eigentlich ist das ja paradox, muss ich schon sagen, ja. Der Gelbe rennt danach und von der Grünen hat die Hose voll. Ah? Ah ja, ein Joschka Fischer von der Grünen findet später Schwarze halt noch nie. Ne? Ja. Ja und was macht eigentlich, muss ich noch einmal noch fragen, was macht eigentlich euren Gesundheitsminister Seehofer? Ja, der sei doch jetzt staatlich zugelassener Unheilpraktiker. Aber brutal ist er ja schon, der Seehofer. Also brutal ist er ja schon. Also, der holt ja den notleidenden Zahnärzten noch das vorletzte Reitpferd aus dem Stall. Ha ja. Und dann hat er ja auch noch die, ja, dann hat er ja auch noch die Rita Süßmuth, gell, ja. Die süßherbe Diätentarantel. Aber die Heilige der Bonner Sekte ist nicht mehr ganz die Unbefleckte. Nein, nein. Ja, und Zeller Wolfgang Bötsch? Ja, ist der auch noch bei euch? Ja, dieser Posträuber. So, der ist zurzeit unterwegs. Ach, drum bringen Sie im Radio immer den Schlager, es geht eine Träne auf Reisen. Ach so. Ja, und die Irmgard Schwätzer, die haben dann aber einen Ausputz, gell, ja. Aber wunder auf, Marcel, wenn er alle Schwätzer entlassen hätte, hätte er bald keine Leib mehr. Ja. Ja, ja. Und der Klaus Töpfer, was macht der? So, der darf den Umzug vorbereiten nach Berlin. Ja, dort stand er aber dann gut im Futter, gell? Ja, ha, ja, dann werden Bonner Erzschlawiner im fettgebackene Berliner. Ja, ja. Jetzt einmal noch eine ganz dumme Frage, Herr Bundeskanzler, wenn es erlaubt ist.
gibt es eigentlich noch eine SPD? So, die Firma ist fast erloschen. Ja, der Herr Bundeskanzler, da braucht ihr Ihnen keine Sorgen machen. Nein, nein, die SPD im grünen Kittel ist kaum ein Kohlverhütungsmittel. Nein, nein. Na ja, die spielen ja immer noch den alten Bauernschwank. Der Scharping, Lafontaine und Schröder, wer ist der Chef und wer ist Bläder? Ja. Na ja. Ja, und die FDP ist wieder überall. Ach so, liberal. Ja, was haben Sie noch viel, gell? In der Konkursmasse halt noch den Genscher und den Graf Lambsdorff, gell? Ja, dieses Blaublut-Rumpelstilzchen. Ach, wie gut, wenn niemand sieht, wenn man Steuern hinterzieht. Aber bei denen zwei muss sie ja so langsam aufs Verfalldatum achten, gell? Ja, ja, die FDP ist immer in der Regierung. Ja, ja, die stellen sich halt einfach dumm. Wohin fällt man am besten um? Ja, ja. Aber jetzt hätte ich noch eine allerletzte Frage, Herr Bundeskanzler. Haben Sie noch einen Moment, Zeit? Ja. Wie steht es denn eigentlich jetzt wirklich mit den Renten? Ja, sagen Sie mal ganz unverblümt. So, Herr Kohl, Ihre Rente ist absolut sicher. Aha. Und bitte... Und die Beamtenrenten auch. Ja, und die Rente von denen, wo was geschafft haben? Also für die gilt das Wort zum Sonntag. Nur keine Angst und nur Geduld, wer Rentner wird, ist selbst dran schuld. Was sagen Sie, Herr Bundeskanzler? Ihr macht jetzt Nägel mit Köpf? Ja, und woher holt er das Köpf? Bitte? Was müssen wir alle den Gürtel etwas enger schnallen? Ist gut, Sie tragen ja Hosenträger. Ja, dann geht's jetzt also wieder aufwärts. Ah ja, nach eurem alten Wahlspruch. Wir sind die Zukunft, weiter so. Nach uns die Sintflut, Honaro. Das war's für heute, Herr Bundeskanzler. Empfehle mich aus Deutschlands letztem Zipfle. Aus Konstanz, euer Karle Dipfle. Gute Nacht miteinander.